Gleiche Technik, Schläger geht nach oben. Und das Fantastische hier ist, dass wir normalerweise, ja, wir haben das schon mit vielen Anfängern gemacht, nach dem Fast Learning System, dass du relativ schnell viele Wiederholungen zusammenbekommst. Ja, und viele Wiederholungen macht natürlich viel Spaß. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Heute geht es explizit um Anfängertennis. Ja? Wie lerne ich als jemand, der vielleicht maximal 5 Stunden irgendwo im Urlaub in irgendeinem Hotel mit irgendeinem braun gebrannten Tennistrainer mal ein paar Bälle geschlagen hat, wie lerne ich wirklich Tennis? Wenn ich ein Kind bin oder du ein Elternteil bist, wie bringe ich meinem Kind wirklich Tennis bei? Ja, heute gehen wir Übungen durch, sowohl für die Vorhand als auch die Rückhand, die ihr mit diesen Bällen, das sind Stage 3 Bälle, die gibt es überall zu kaufen, trainieren könnt. Ich kann euch versprechen, wenn ihr das 1-2 Stunden macht, dann kommt ihr der Tennistechnik schon wesentlich näher und werdet ganz viel Spaß haben. So, erste Übung, ganz wichtig, wir werfen den Ball von der T-Linie außen zur Doppellinie. Und wichtig ist, nachdem der Ball geworfen ist, zeigt meine Handfläche nach außen. Ja? Für eine fließende Bewegung, ich werfe hier den Ball und die Handfläche zeigt nach außen. Ja, kann jeder machen, egal ob Kind oder Erwachsener. Ganz wichtig, für Rechtshänder natürlich jetzt, Linkshänder andersrum, simuliert unsere Stellung und unseren Schlag bei der Vorhand. So, nächste Übung jetzt. Wir nehmen den Schläger und greifen mit unserer Schlaghand durch den Schläger hier durch. Ja, nehmen quasi einen kurzen Griff und ich stelle mich jetzt hier parat. Der Griff zeigt nach oben, der Schläger befindet sich vor meinem Körper, also nicht hier, sondern hier. Und dann warte ich auf den Zuwurf von meinem Partner. Und wie gerade eben, drehe ich den Schläger wieder wie mit der Handfläche hier nach außen. Und der Partner versucht, dass er genauso wirft wie gerade eben, dass eben die Handfläche nach außen zeigt. Und er muss vorher aufhüpfen, genau. Und das Fantastische hier ist, dass wir normalerweise, ja, wir haben das schon mit vielen Anfängern gemacht, nach dem Fast Learning System, dass du relativ schnell viele Wiederholungen zusammenbekommst. Ja, und viele Wiederholungen macht natürlich viel Spaß. So, im nächsten Schritt rutschen wir mit unserer Schlaghand ein bisschen weiter runter. Ja, muss nicht ganz bis nach unten sein, aber so ein Stück weiter runter, wer noch nicht so viel Gefühl hat, am besten ja, am oberen Ende vom Griffband. Und jetzt ganz wichtig, auch hier wieder, gehen wir mit dem Schlag nach außen. Wäre der Schläger jetzt hier weg, dann wäre hier unsere Hand. Ja, das Ganze baut aufeinander auf. Okay, ganz, ganz wichtig, Schläger wieder vor dem Körper, Griff zeigt nach oben. Wenn ich fertig bin mit dem Schlag, ruhig mal ein paar Schattenschläge machen und gucken, ob das passt. Da wollen wir unseren Kopf so ein bisschen programmieren. Und am Ende muss der Griff zu meinem Partner zeigen. Ja, und wenn ich den Schläger fallen lassen würde, dann wäre die Hand auch wieder hier. Ich hoffe, der Schläger ist jetzt nicht kaputt. Und nach dem Schlag ruhig kurz verharren, gucken, ob das passt. Wir wollen unseren Kopf ja neu programmieren für eine neue Sportart. Und da ist immer ganz wichtig, dass wir selber checken, was gerade läuft. Im Gegensatz zu den 2 Übungen gerade wollen wir jetzt miteinander spielen. Die 2 vorherigen Übungen könnt ihr 2 Minuten einfach machen. Einer wirft 2 Minuten zu, der andere schlägt 2 Minuten, solange wie euch das Ganze Spaß macht. Warum das Ganze so aufgebaut ist, vielleicht wundert ihr euch, warum spielen wir nicht übers Netz? Naja, weil die Fehlerhäufigkeit so natürlich auf ein Minimum sinkt und ohne Fehler macht das Ganze natürlich viel mehr Spaß. Und jetzt versuchen wir im Kurzgriff miteinander zu spielen. Gleiche Technik, Schläger geht nach oben und das Fantastische hier ist, dass wir normalerweise, ja, wir haben das schon mit vielen Anfängern gemacht, nach dem Fast Learning System, dass du relativ schnell viele Wiederholungen zusammenbekommst. Ja, und viele Wiederholungen macht natürlich viel Spaß. So, kommen wir zur Rückhand. Die Rückhand ist das gleiche in Schwarz. Das heißt, wir benutzen jetzt unsere Nichtschlaghand, ist in unseren Fällen die linke Hand und werfen uns den Ball zu. Viele sagen da immer, ja, meine schlechte Hand, da kann ich gar nicht werfen. Das Witzige ist, dass mit unserer Nichtschreib- oder Nichtschlaghand der Kopf auf höchster Leistung arbeitet und dass dadurch quasi die Rückhand noch mehr, noch stärker programmiert wird und teilweise bei den Anfängern, wie wir es erleben, nach dem Fast Learning Konzept, die Rückhand besser funktioniert als die Vorhand. So, das gleiche wie bei der Vorhand, ja, unsere linke Hand geht durch den Schläger hier durch, durchs Schlägerherz, der Schläger ist vor dem Körper, der Griff zeigt nach oben und ich warte auf den ersten Ball, spiele ihn so zurück, dass der Griff am Ende zu meinem Partner zeigt. Dann weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe.
Auch hier wieder am Ende ruhig kurz verharren, gucken, ob das passt, ja, ob ich den Schläger fallen lassen könnte. Dann wisst ihr, dass ihr auf jeden Fall die richtige Technik verwendet. So, jetzt anders als bei der Vorhand, gehen wir mit der linken Hand wieder oberhalb vom Griffband, Kurzgriff, greifen hier und greifen einfach mit der rechten Hand dazu. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich mir, ja, hier ist die Position, linke Hand oberhalb vom Griffband und ich werfe mir selber den Ball an. Ja, ich werfe mir an, greife zu und spiele den Ball so, dass am Ende das untere vom Griff wieder zu meinem Partner zeigt. Ja, und wenn ich den Ball zurückbekomme, stoppe ich den Ball, je nachdem, wie gut ihr das hinbekommt, ja, mit euren Fähigkeiten, die ihr schon habt oder noch nicht, lasse ich ihn wieder fallen, spiele ihn wieder zurück und stehe wieder im Endeffekt so. Warte, bis mein Partner mir den Ball zurückspielt, stopp den Ball, fang ihn, überlege, was ich machen will, okay, und spiele ihn wieder zurück. Und das Ganze macht jeder, jeder wirft mal zu, jeder stoppt, ihr könnt das 15 Minuten machen, ganz, ganz wichtige Übung. Dann wollen wir miteinander spielen und das machen wir diesmal mit einem Kontrollschlag. Das heißt, ich spiele zu meinem Partner und bevor ich den Ball schlage immer, kontrolliere ich den Ball einmal mit einem Kontrollschlag und spiele ihn dann wieder zurück. Das gibt uns einfach ein bisschen Sicherheit. Sicherheit macht wieder Spaß, es kommen Wiederholungen zustande. Ja, immer wichtig, schön in die Knie zu gehen, dass ich unter den Ball komme. Spiele ihn zu meinem Partner rüber und da könnt ihr auch ruhig 5 Minuten das Ganze trainieren, nur mit der Rückhand. So, und dann läuft das Ganze weiter. Wenn wir an dem Punkt sind, dass wir uns sicher fühlen, dann spielen wir den Ball uns langsam hin und her, damit wir wieder viele Wiederholungen haben, damit uns das Ganze natürlich auch Spaß macht. So, wenn das dann schon richtig gut klappt, dann kann man natürlich nach einer Stunde oder zwei auch über das große Netz spielen, was natürlich auch Spaß macht und dem Tennis-Faktor und dem Tennis-Freak an sich natürlich besonders gut gefällt. Wichtig ist hier, ja, dass wir am Anfang immer mit den roten Bällen spielen. Das sind Stage-3-Bälle, die gibt es für ein paar Euro überall zu kaufen. Die geben uns Sicherheit, wir können da besser reinschlagen. Vor allem mit Kindern auch passieren da wenig Fehler. Ja, und dann nach 2-3 Stunden wechseln wir auf Stage 2, orangener Ball. Nach wieder ein paar Stunden wechseln wir auf Stage 1, das ist dann der grüne Ball. Das Ganze ist komplett angelehnt an das Fast-Learning-Konzept von Detlef Kreising. Ja, ein guter Freund auch von mir. Da wird eventuell auch mal ein Video dazu kommen. Wenn ihr das wollt, einfach mal hier in die Kommentare schreiben. Der hat diese Methode entwickelt, die sehr, sehr gut funktioniert. Mehrfach bestätigt, jeder Trainer bestätigt, wie gut wirklich Tennisspieler mit diesem Konzept auch Tennis spielen können. Ja, und deswegen hier vielen Dank natürlich auch an den Detlef. Und ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können aus dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen da, lasst das Abo da, schreibt kurz in die Kommentare, ob das gut funktioniert hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.